Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Euro Truck Simulator 2 Multiplayer mitten in der Nacht. Der Marco fährt da. Ja, mit dabei der Darkons und der Flex. Hallöchen! Hallöchen! Ich bin immer noch unterwegs mit meinem Warnblinker. Wo war mein Licht an hier? Achso, ich sollte vielleicht einfach nur... Nee, doch, genau. Alles klar. Okay, ja, ist gut. Hör auf zu blinken. Aus. Okay, so. Panik macht sich breit bei mir. Haben wir das gehört? Nee, ne? Nein. Gut, finde ich in Ordnung. Dann fahre ich jetzt einfach weiter. Gut. So, ich bin immer noch unterwegs nach Bratislava. Sehr gut. Und der Darkons, der hatte so viel Spaß mit seinen Trollen gehabt, dass er jetzt einfach nochmal sich eine neue Tour rausgesucht hat und nochmal von vorne fährt. Da ist er schwer begeistert von. Warum habe ich denn jetzt so ein Hüsterchen hier? Zu viel gequatscht? Da hier ist aber was los. Meinst du, von zu vielem Reden hustet man? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Meinst du nicht? Dr. Flex. Ah, ist nicht da? Sprich ihm hier hin. Ah, Fernlicht ist an. Okay, alles klar. Jetzt habe ich auch Fernlicht. Was? Gut. Warum muss man hüsteln, wenn man zu viel redet? Keine Ahnung. Super. Und wofür hast du deinen Doktortitel? Ja, echt. Ja, nur gut, dass ich keinen hab, ne? Na klar, du wurdest doch eben zum Doktor ernannt. Dr. Flex? Ja. Warum bin ich Doktor? Hat auch Chefarzt Darkons gerade gesagt. Achso, aber dann? I'm the Patient und du bist Doktor. Alles klar, ich bin Doktor. Ja, ah. Und du musst jetzt sagen, warum ich einen Hustenreiz habe. Und ob das vom Sprechen kommt. Ich glaube, du sollst nicht mehr so viel reden. Aber so stumpf durch die Gegend fahren ist doch auch blöd. Ich muss doch was erzählen, was ich hier mache. Was ich so erlebe. Das ist blöd gelaufen, ne? Ja, ne gut, dann bewertete Bart, wir sehen uns wieder nächste Woche. Ciao, ciao. Das war eine sehr schnelle, kurze Folge. Was erlebst du denn so, Olli? Ja, im Moment eine schwarze Nacht. Ein Flugzeug steht hier in der Ecke und ich muss es hier rechts abbiegen. Und dann fahre ich nach Frankfurt. Und ich erlebe, wie der Darkons im Hintergrund fluchen musste und jetzt von vorne anfangen muss, seine Tour nochmal fahren muss, weil die ganzen Trolle unterwegs waren. Und die Trolle wird er jetzt wieder erleben. Darauf habe ich keinen Bock. Ich fahre jetzt eine andere Tour. Okay. Ich fahre mit einer anderen Fähre über andere Städte. Und dann auch direkt gleich durch nach, bis nach Polen. Bis nach Bohlen. Zu Herrn Bohlen. Nach Bohlen? Bohlen. Ja, letzte Folge habt ihr ja gehört, da ist der Darkons irgendwie so weit gerammt worden, dass er in den Boden gebackt ist, oder was war das? Jupp, da war ich mit meinem Führer aus im Boden, der Hänger liegt rechts, lag rechts auf der Seite, quer. Ja, heftig. Und alles halt 100%, ne? Heftig, heftig, ey. Aber es gibt ja Gott sei Dank Speicherung. Oder Speicherpunkte, und die kann man dann neu laden. Und dann ist alles wieder gut. Einziger Haken ist, du musst die Touren dann nochmal fahren. Das ist der einzige Haken. Dem aufmerksamen Zuschauer wird es nicht entgangen sein, dass meine Uhrzeit unten rechts wieder mal eine andere ist. Und zwar bin ich jetzt wieder gewechselt vom Euro 2 auf den Euro 1 Server. Auf dem Euro 2 Server war nämlich schon Freitag gewesen. Und ich musste meine Tour ja noch bis Donnerstag abgeliefert haben. Und deswegen habe ich jetzt den Sprung zurück gemacht, nachdem ich jetzt die Trolle der vorletzten Folge umfahren habe, auf den Server Euro 1, und jetzt habe ich anstatt Freitag wieder Mittwoch und ich bin wieder voll im Zeitlimit. Geil, ne? Ich kann zaubern. Hier, ich kann das hier. Das ist ja Martin McFly-mäßig. Ja, Hardcore, Alter. Back to the Future, ich weiß dir. Ja. Kann nicht jeder sowas. Kann nur ich. Ja. Ich fahre hier jetzt einfach mal über die Tankstelle mit 84. Aber du weißt schon, dass die Zeitmaschinen oder etwas anders aussah, ne? Nö, das ist ein dunkler Truck
mit einem Tor drauf, dem Donnergott. So sah die aus. War kein DeLorean, kein Silberner, angeblich. Nee, nee, war er nicht. Da habe ich gesehen, auf YouTube hier auch, da hat einer aus einer Pepsi-Dose, ohne Witz, aus einer Pepsi, also nicht Cola oder Fanta, sondern Pepsi-Dose, einen DeLorean gebaut. Das ist krass. Hat er auch eine Bauanleitung dazu gemacht, Zeichenschablone und sowas alles. Der hat drei Dosen aufgeschnitten und hat dann auf der Innenseite, was ja dann eben dieses Metall ist, hat er dann den DeLorean gebaut. Voll gut. Toll. Natürlich Video, natürlich auf Englisch, klar, aber der hat das erklärt, wie das funktioniert. Bauanleitung dazu, zum Runterladen auch, kannst du nachbauen. Sah richtig cool aus. Doch, dass wir auf die Idee kommen. Ja. Jetzt weißt du, warum das, wofür das Aluminium weiterverwertet wird. Was sagst du? Sah er auch aus wie einer? Ja. Also nicht nur so ein Bullshit oder sowas, sondern richtig, richtig gut. Wenn ich dran denke nach dem Schneiden, kann ich den Link ja mal hier unter das Video in die Beschreibung reinsetzen. Vielleicht, ich hoffe, ich denke dran, dann könnt ihr mal schauen, wie das so ist. Also ich fand den echt cool. Weil es ja auch gerade so ein bisschen Thema in meinem Leben ist, so DeLorean, Zeitmaschine und sowas alles. Aufgrund meines Minecraft-Lebens. Aber es ist eine andere Geschichte. Insider wissen Bescheid. Ich bin gerade auf der A3. Ja, meine lieben Zuschauer hier, ne? Es gibt da so ein... Oh, ich sollte mal von der Feststellbremse runtergehen. Lol. Was mache ich denn da? Ne, meine Minecraft-Zuschauer, die hier vielleicht auch mal mit zuschauen, die wissen Bescheid, was ich meine. VIP-People. Ja, genau. Es gibt ja immer so die treulosen Zuschauer, die halt wirklich so jedes Let's Play gucken und sagen, ey, voll gut oder voll scheiße oder mach mal so. Dann gibt es halt einen, der guckt nur dies, der guckt nur das und wie auch immer. Und es gibt halt auch denjenigen welchen, der sich hier mal her verirrt und per Zufall mal auf ein Let's Play von mir stößt. Auch diese Leute heiße ich herzlich willkommen. Und da ist dann halt einfach die Variante, dass eben diese Stammzuschauer halt einfach dann sogenannte VIPs sind. Weil die halt einfach wissen, worum es geht. Wenn man irgendeine Anmerkung macht oder so, dann wissen sie genau, ach hier, das meint er. Okay, weiß ich Bescheid. Und die anderen, die es eben nicht wissen, sollten sich mal durch meine Mediathek klicken. Hey. Seid ihr platt, ne? Total. Ihr seid so gesprächig wie mein Kopfkissen heute. Wisst ihr das eigentlich? Ich bin noch etwas genervt irgendwie. Bin jetzt erst mal eine Tour abholen und. Oh. Ja, aber ist ich so. Bin ja, ich bin ja gleich da. 4 Kilometer, dann habe ich meine Tour. Okay. Dann kannst du noch bergauf gehen, sagst du, ne? Oh yeah. Weil hier in der Nähe ist auch gleich der Hafen und dann hau ich hier aus dem komischen Land ab. Ah ja, du bist ja wieder mal in England, genau. Ja. Warst ja lang nicht gewesen. Lange nicht gewesen. Apropos lange nicht gewesen, ich war lange nicht in Köln gewesen. Und wisst ihr, wo ich übermorgen bin? Ist das schon übermorgen? Übermorgen? Am 5.8. Also wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist es übermorgen. Da bin ich nämlich in Köln auf der Gamescom. Und wer auch von euch da draußen als Zuschauer bei der Gamescom zufälligerweise auch ist und dann auch noch zufälligerweise am 5.8. Und ihr seht mich, ich bin da mit der Christina LP, dann kommt doch mal her und sagt mal Hallo, dann lerne ich euch mal kennen. Würde ich ganz cool finden. Denn da fahre ich tatsächlich von Fehmarn runter nach Köln für einen Tag Gamescom und fahre dann die Nacht fahre ich dann wieder hoch. Wieder mal in den Strandkorb gehen. Den Strandkorb. Ja, na klar. Ich arbeite das ganze Jahr über hart. Hart, härter Brad Pitt. Ah, kann mir wer von euch sagen, warum, wenn ich jetzt in den Einstellungen auf Gas taste,
legen will, meine Stirntaste vom Controller nicht erkannt wird. Dann musst du wahrscheinlich den Controller auch als Controller einstellen und nicht dein Lenkrad nehmen. Hab ich. Hast du den Assi schon mal ausgeführt? Den Einstellungs-Assi? Bin eigentlich direkt per Controller-Einstellung reingegangen. Dann mach doch mal den Assi. Führ doch mal den Assi aus, weil das Spiel ist nämlich so intelligent wie ein Stück Toast, was im Milch schwimmt. Oh, wo waren denn nochmal? Wenn du in den Controller-Einstellungen auf der Hauptseite bist, dann steht ganz unten drunter Assi. Hast du gefunden? Die Eingabefehler, Standardeinstellungen, Zuweisung entfernen. Ich halte mal an. Ich halte jetzt extra für dich an, mitten auf der Straße. Das und schau mal nach. Dann kann ich auf dem Wege. Du machst aber schon einen Blinker an, ne? Nee, ich blinke nur rechts. So, wenn du jetzt auf Optionen klickst und gehst dann auf Controller-Einstellungen, dann habe ich hier unten stehen Zuweisung entfernen. Habe ich nicht. Wo habe ich den denn stehen gehabt? Scheiße, wo war das gewesen? Ja, so geht's mir auch gerade. Wo war das? Wo war denn der Assi gewesen? Standardeinstellung. Nein, will ich nicht. Controller-Einstellung, Tastenbelegung, Arschloch. Eingabehelfer, was? Da steht da doch. Eingabehelfer, bin ich blöd. Gehst also auf Option, gehst auf Controller-Einstellung und dann hast du unten stehen Zuweisung entfernen, ja. Standardeinstellung und den Eingabehelfer. Das ist der Assi. Weißt du, was ich aus Eingabehelfer gelesen habe? Eingabefehler. Läuft. Warum willst du den Eingabefehler einstellen? So, dann gehen wir mal auf Controller. So, nein, zack. Das ist ja richtig checkerhaft. So, ich habe ja hier 1,04 Millionen Euro auf dem Konto und werde jetzt meinen Kreditrahmen zurückzahlen. So, und jetzt habe ich nicht mehr 1 Million Euro auf dem Konto, dafür nur noch 600.000. Aber schön frei. Yay, wieder mal. So, weiter geht's. Auf geht's, ab geht's. Neue Fahrt, neues Glück. Wir fahren durch irgendeinen Tunnel. Und ich bin irgendwo auf einer Autobahn. Im Übrigen, wo wir uns eben so schön unterhalten haben über den Eingabe-Assi, stand hier mitten auf der Autobahn wieder ein LKW. Als ich dran vorbeigenagelt bin, aber wirklich auf der mittleren Spur auch, ne? Als ich dran vorbeigefahren bin, hat er gesagt, sorry, Fuel. Soll also heißen, der hat keinen Sprit mehr an Bord gehabt. Was soll ich jetzt machen? Dem mal einen Sprit geben, oder was? Und so. Ja, seid doch mal so gnädig. Nee. Dem pisse ich höchstens in den Tank, aber mehr auch nicht. Was hat er nun davon? So. Ganz andere Kiste. Alter, ich habe noch 520 Kilometer zu fahren. Dann habe ich wieder 100.000 Euro mehr. Aber schuldenfrei. Also ich habe auch noch 1600 Kilometer vor mir. Läuft. Du fährst nach Bowlen? Okay, dann hau ich dich nachher nochmal an, wenn ich dann da angekommen bin. Es wird gerade wieder Tag bei mir, bei euch auch. Noch sehe ich ja nix, ne? Ich esse Kirschen, schau ich. Kirschen? Oh yeah. Selbst gepflückt? Aus dem Supermarkt, ja. Gepflückt. Von der Verkäuferin gepflückt, sozusagen. Von ihrem Apfelbaum. Ja, geht ja, ja. Nicht. Die geht trotzdem nicht. So, erkennt er halt die X- und Y-Achse da, ne? Ja. Wenn du das da auch zentrieren kannst und das alles, da schlägt der Balken voll aus, aber bei der Tastenbelegung tut sich kein Stück. Gibt es, Wegen Gas geben und Bremse oder was? Beides, Gas und Bremse. Alle anderen Tasten, die funktionieren. Nur und eben die Gas- und Bremse-Geschichte nicht. Genau. Also hast du da irgendwo Auswahl umkehren oder sowas? Hoppala. Ist bei dem Eingabehelfer? Nee, bei den Gasgebeinstellungen. Zum Beispiel.
Beschleunigungsachse vertauscht und zentriert. Ich schaue gleich mal nach. Bin gleich auf der Tanke und dann kann ich ja selber nochmal nachschauen. Auch mal zentriert. Weil ich meine, da musst du irgendwas musst du da einstellen. Wenn ich das auf zentriert mache, tut sich da nichts. Nee, zentriert nicht. Irgendwas mit vertauschen. Ja, das ist bei Gas. Beschleunigungsachse. Fettachse, das funktioniert also auch vertauscht und zentriert. Und da hast du auch Gas oder was? Da sind jeweils, steht da Z-Achse, ne? Gas und Bremse. Hm, komisch. Ja, ich könnte ja sagen... Manuel damit vertun. Viel. Auf der also. Z-Achse ist halt... Weil der macht das neue. Bremsachse halt auch. Die Geschichte. Komisch. Oh, da steht ja schon wieder einer rum. Na gut, liebe Freunde, dann machen wir hier erstmal eine Folgenpause. Ich gucke mit dem Flex gleich mal nach, wie das so ausschaut, ob er mit Controller fahren kann, weil er ist ja immer noch verletzt am Fuß, am Flunken. Und danke fürs Zuschauen, bewertet den Part, gebt mir einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Eurotrack Simulator. Bis dahin, ciao! Macht's gut!